siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Die, die diese Erscheinung lieben, die werden einmal die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Wieso? Eigentlich ganz einfach. Er wird ja kommen als Richter der Welt. Er wird all den Hochmut in dieser Welt, wird er richten. Er wird auch alle Verdrehung von Gottes Ordnungen, wird er richten. Er wird jede Art von Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, alles, was der Bibel widerspricht, wird er richten.